Hier war ja viel von Wirtschaft die Rede. Was ist denn Wirtschaft? Das, was wir Wirtschaft nennen, ist dazu da, Bedürfnisse zu befriedigen. Das vergessen wir oft. Wir brauchen Nahrung, Kleidung, Wohnung, Bildung, Gesundheitsversorgung. Das brauchen wir und das soll die Wirtschaft uns schaffen. Damit das funktioniert und dabei keine Gefahren entstehen, gibt es staatliche Regeln, Gesetze, die dafür sorgen, dass wir zum Beispiel keine gefährlichen Lebensmittel oder Medikamente kaufen müssen. Alles dieses wird von dem heutigen Neoliberalismus auf den Kopf gestellt. Alles soll der Wirtschaft, aber damit meinen sie nicht das Befriedigen unserer Bedürfnisse, sondern sie meinen den Profiten dienen. Das ist der Hauptinhalt der sogenannten Freihandelsverträge, die jetzt als TTIP, CETA und TISA in der Diskussion sind. Nach diesen Verträgen werden diese gesetzlichen Schutzregelungen als sogenannte Handelshemmnisse zur Disposition gestellt. Internationale Konzerne sollen das Recht erhalten, gegen demokratisch beschlossene Gesetze zu klagen und Schadensersatz für entgangene Gewinne zu erhalten. Bestimmte Bereiche sind bei uns in öffentlicher Hand, weil eben Gesundheit, Bildung, Umwelt nicht einfach dem Profitprinzip ausgeliefert werden dürfen. Der Vertrag TISA soll das in Frage stellen. Was einmal privatisiert wurde, wie zum Beispiel die Hälfte der Krankenhäuser in Niedersachsen, darf nie wieder in öffentlicher Hand übergehen. Unsere Regierenden haben alle geschworen, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Aber trotzdem sind sie bereit, diese Verträge zu unterschreiben. Dagegen wenden wir uns und rufen euch auf, in 4 Wochen, am 23. April, hier in Hannover dagegen zu demonstrieren, wenn Barack Obama bei seinem Messebesuch darüber noch einmal reden will. Aber was hat das jetzt speziell mit der Frage der Fluchtursachen zu tun? Wenn diese angeblichen Freihandelsverträge Wirklichkeit werden, und solche Verträge gibt es ja außer mit Europa auch mit Asien, dann werden nicht mehr 20%, sondern etwa 80% des Welthandels zwischen diesen wirtschaftlich stärksten Staaten der Welt abgewickelt werden, nach diesen Regeln. Das heißt, diese Regeln gelten dann für die ganze Welt, für alle. Das ist aber gerade für wirtschaftlich schwächer entwickelte Staaten ein ganz gefährliches Problem. Erinnern wir uns, als Deutschland im 19. Jahrhundert seine Industrie aufbaute, wurde die eigene Wirtschaft durch Importbeschränkungen gegen stärkere Konkurrenz, hauptsächlich aus England, geschützt. Diese Chance soll heute den Ländern des Südens verboten werden. Und das wird mit brutaler Gewalt durchgesetzt. Es gibt ja schon zweiseitige Abkommen, zum Beispiel zwischen der EU und einzelnen afrikanischen Staaten. Da gab es zum Beispiel vor kurzem Verhandlungen mit Kenia. Kenia war nicht bereit, den ausgehandelten Vertrag zu unterzeichnen, weil der gegen ihre Interessen ging. Was machte die EU? Sie setzte die Zölle für Produkte aus Kenia auf 30% fest. Früchte und Blumen vergammelten in den Lagerhäusern. Und dann war Kenia durchaus bereit, diesen Vertrag zu unterschreiben. Nennen wir das demokratisch? Unsere Wirtschaftsweise kennt keine Rücksicht auf schwächere Ökonomien. Unsere Konzerne drängen sich mit ihren Waren auf alle Märkte, denn im Kapitalismus muss jeder immer neue Abnehmer erobern. So können sich die wirklich wenig entwickelten Länder nicht weiterentwickeln. Und wir wundern uns das über Wirtschaftsflüchtlinge. In der afrikanischen Verfassung gibt es das Grundrecht auf das Streben nach Glück. Dieses Grundrecht sollten wir für alle Menschen auf dieser Erde einfordern. Wir laden euch ein, am 4. April führen wir unseren friedenspolitischen Arbeitskreis gerade zu diesen Fragen des Handels mit der Dritten Welt durch, im Pavillon um 19 Uhr, zusammen mit dem Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen und dem Flüchtlingsrat Niedersachsen. Danke. Ja, danke und...